Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen COH2-Video. Ich habe heute ein 2 gegen 2 für euch, das tatsächlich auf Zuschauerwunsch hin gecastet wird. Und zwar ist es ein Spiel mit Captain S. Price, Captain S. Abuse, unter diesem Namen kennen wir ihn auch. Und das völlig zu Recht, weil das ist genau das, was er macht. Es ist außerdem ein Matchup, was ich normalerweise nicht zeigen würde. Allein aus dem Grund, weil hier ein AT-Team antritt mit besagten Captain S. Abuse und Walter. Die beiden spielen gegen ein Random-Team, bestehend aus Little Boy und C. Weil es allerdings trotzdem gewünscht worden ist, werde ich es halt einfach mal zeigen. Aber ja, normalerweise, wie gesagt, fliegen solche Replays direkt raus. Ich finde es nach wie vor einer der größten Probleme, die COH2 hat. Die liegen in dem Bereich, dass eben hier Random Teams gegen AT-Teams spielen können. Das ist einfach völlig unnötig, völlig widersinnig auch. In meinen Augen. Ich hoffe immer noch, dass es irgendwann gefixt wird, aber ich denke, in dem Fall gilt tatsächlich die Aussage, it's not a bug, it's a feature. Bedauerlicherweise natürlich. Ja, also wir haben Doppel-OKW gegen Mixed US Forces beim Captain und hier drüben haben wir die Sowjets. Lustigerweise ist er hier tatsächlich mit Rifleman unterwegs. Hat er sich also eventuell mal wieder irgendeinen neuen Exploit ausgedacht, den er ausnutzen kann. Das heißt ausgedacht, gefunden besser gesagt. Lustigerweise hat er in letzter Zeit gar nicht so viel gestreamt, also eventuell muss er jetzt doch mal irgendwie was für die Uni tun. Vielleicht steht er mittlerweile kurz vor der Exmatrikulation, weil er einfach 24/7 immer streamt sonst. Ja, muss man halt ein bisschen aufpassen, ja. Das ist immer das Ärgerliche. Das ist nervige Real Life. Das kann ich zumindest nachvollziehen. Ja, wir sind also beide Sturmpioniere zusammen. Da ist es einiges an Kampfkraft, was auf jeden Fall für den Etappentrupp zu viel ist. Auch für den einzelnen Rifleman. Zum Glück werden das jetzt zwei und es gibt auch noch sowas wie einen Scharfschützen. Damit sollten die Alliierten dazu in der Lage sein, den Kampf zu gewinnen. Zwei Kügelwagen auch. Die sind schon ein bisschen übel, was die Suppression angeht. Ha, der Fokus aus irgendwelchen Gründen hier nicht den Pio, der hätte sicherlich einen Kill machen können, hat er nicht aufgepasst. Die beiden haben übrigens auch schon zur Company of Heroes 1 Zeiten zusammengespielt. Stichwort Doppel-Britten-Blob, 3 Louis, solche Sachen, Stack-Counts. Das ist so im Wesentlichen das Prinzip. Ja, also der erste Kampf, großer Misserfolg für die Alliierten. Es lief ziemlich bescheiden. Die haben mich jetzt nur drauf bekommen und nicht wirklich irgendwas gewonnen. Und der Herr Walter, den ich mir hier. Ne, warte mal, Entschuldigung, ich habe Mist erzählt, ne? Ich habe gesagt, dass Price, Captain S. Abuse hier Armee spielt. Das ist andersrum. Walter spielt die Armee. Der, dann kann er ja sein übliches Ding machen mit dem T1. Das ist auch genau das, was er tut eigentlich. Das M3 als Konter für den Kübel. Muss allerdings aufpassen auf die Sturmpios. Da wird er sich nicht durchsetzen können und er verliert das Teil. Was für ein Fail. Natürlich unnötig gewesen. Aber der Kübelwagen ist weg. Insofern gesehen, ja, sowas ähnliches wie Ziel erreicht. Da hat er nur noch zwei Einheiten auf dem Feld. Sani-Wagen kommt schon von Mr. Walter. Sehr früh eigentlich. Auch insofern gesehen eine Überlegung wert, weil er ja hier mit einem Russen spielt, der sich ja auch einen Heal kaufen kann. Gut, im Endeffekt, das ist halt eine Absprache im Team, ob man das macht oder nicht. Ich denke mal, hier sollte er schon den Kürzeren ziehen. Auch wenn da die Volksgrenadiere alles tun, um das Gegenteil zu erreichen. Ja, setzt er noch ein bisschen nach. Gut, ist natürlich nachvollziehbar, dass man den Full-Unit-Kill machen will. Wird auch eventuell ein bisschen schwer werden, sich mit beiden Trupps hier anzulegen.
Ja, wobei jetzt wäre es vielleicht doch sinnvoll, wenn er den Fünfer zurückzieht, vielleicht versucht mit dem Dreier zu cappen und sich dann komplett zurückzieht. Ja, und auch hier recht stark am Pushen. Lustigerweise hat er einen Haufen Manpower und gerade mal 3 Einheiten. Das ist eine interessante Konstellation. Also eigentlich weitgehend unterlegen. Na, was ist denn passiert? Da hat er wohl ganz gut gepusht mit den Rifles. Dann ist der Sturmtyro dazu. Da hat dafür der Kampf hier auf jeden Fall gewonnen. Hätte sich auch ja, eigentlich direkt zurückziehen können. Ja, anscheinend hilft der Kübelwagen hier tatsächlich ganz gut. Ah ja, gut. Wenn man natürlich das T1 schon stehen hat, war glaube ich auch schon im Bild. Er baut auch schon den Retreat Point. Dann ist es natürlich klar, dass er so wenig Einheiten hat. Hat jetzt auch die Schreck schon recht früh, würde ich mal behaupten. Und hier, da gibt es tatsächlich das T2. Ja, ist vielleicht zu überlegen, ob man aus dem Haus rausgeht. So. Einfach mal als Überlegung in den Raum gestellt, wenn da ein Flammenwerferfreund direkt vor der Tür steht. Ja, hier oben kann sich der Walter gerade mal wieder durchsetzen. Spielt seinen Sunny-LKW auch recht mobil. Hat den Captain am Start und bringt jetzt eine, ja, wunderschöne Haubitze. Eventuell nicht die beste Idee. Er macht das. Er macht das natürlich deshalb, weil er kein Fuel hat. Auch insofern gesehen muss man den Sunny-LKW natürlich ein bisschen kritisch hinterfragen. Ja, eventuell wäre er allerdings mit einer Pack doch besser gefahren. Ja, er sitzt hier über den Häusern drin, bleibt sehr lange drin, hat halt auch Glück. Das Glück der Iren. Ja, und da sollte es eigentlich von rechts wegen her einen Verbündeten geben. Ja, gibt es auch. Wie gesagt, auch völlig berechtigt. Captain kommt jetzt bei. So die einzige Möglichkeit, das Teil auszuschalten. Klappt doch ganz gut. Ist der Motor zerstört? Nein, es ist nur Motorschaden. In dem Fall hat Little Boy natürlich einen Fehler gemacht. Er hätte sich dann schon zurückziehen müssen, weil er weiß ja nie, was da kommt. Gerade mit den True Line of Sight Bullshit. Das kann immer passieren, dass da irgendwo hinter der Ecke noch ein Trupp wartet, der eine AT-Granate schmeißt oder so. Und dann wäre er ja auch tot gewesen. Also in dem Fall ist sicherlich auch ein Spielfehler von seiner Seite aus. Wir haben mittlerweile auch ziemlich viele Doktrinen. Wir haben verbundene Waffen, eine Armee. Zeig's euch kurz. Wir haben Plündern für sie und Luftwaffenbodentruppen für Little Boy. Little Boy Lulu. Haben wir auch hier schon die ersten Jäger-Infanteristen. Ja, das sind ziemliche Kampfviecher. Gegen die Haubitze allerdings etwas hilflos. Jetzt kommt auch der Steward. Ja. Mangels Fuel halt recht spät. Und tatsächlich eine Panzerabwehrkanone. Das ist kein Beutematerial, die ist tatsächlich gebaut. T1, T2. Cutpoint ist weg. Also auch die Verbindung nach links, die ist verloren. Und das schlachtet er aus. Ne? Ja. Ja, warum nicht? Wenn man kann, gerne. Ich glaube, er ist jetzt hier dabei, die Häuser wieder zu brennen. Wenn er das Gegner sich da reinsetzt. Wow, der Kollege Kübelwagen. Ganz gut kassiert. Aber mit dem Leben davon gekommen. Ja, irgendwann kommt dann so ein Critical rein und dann brennt das Teil einfach nieder. Dann steht in Flammen und dann kann auch niemand mehr rein. Das ist genau das, was ich hier erreichen möchte. Hier sieht man es jetzt, ja. Er dürfte auch schon am Brennen sein. Nate kommen. Nicht nur die einfachen Nate, sondern hier die Infiltrationsgedönsgranaten dank Doktrin. Jo. War nicht so toll, ne? kann man mal so dickig festhalten. Was haben wir hier verpasst? Ein MG ist da ausgeschaltet worden von Little Boy. Der jetzt erst seinen Puma bringt. Ja gut, er hatte halt das Half-Track vorher gehabt, ne? Im Moment ein bisschen schwach, was Anti-Tank angeht. Das konnte der Walter auf der rechten Seite auch ausnutzen. Hier wäre es halt eventuell interessant, sich mal zurückzuziehen und dann auch den Kübelwagen in Stand zu setzen.
Er muss ohnehin aufpassen, der Kübelwagen, die Pack ist ja da, also er kann eigentlich im Moment gar nicht mehr so viel machen. Hier wird jetzt in Kürze halt einfach ein Rush passieren. Vielleicht schießt auch die... Es ist eine Artillerie-Salve in den Haufen hier rein. Wir können auf jeden Fall auch feststellen, dass es im Grunde ein 2v2 ist, was vollständig in zwei 1v1s zerfällt. Also wir haben hier eigentlich kaum Schnittmengen bisher. Kein Teamplay, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Man spielt, also insofern gesehen, ja, AT-Team bei den Alliierten, hängen wir mal ein Fragezeichen dahinter. Ja, und das war ziemlich mies. Ich verstehe natürlich den Ansatz, den Stuart zu töten. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, dass man dabei reinfährt, mitten in die gegnerische Aufstellung mit Bazooka, Captain und Bat-1-Trupps, ohne dass man auch nur irgendeine Ahnung hat, was einem da bevorsteht. Also das war ziemlich mies. Fast so katastrophal wie der Verlust von dem Flak-Half-Track. Ja, und es sieht ja auch ziemlich übel aus bei der Truppe. Ja gut, der hat jetzt das Heal. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, ob es für ihn eine Option ist, mal zum Kollegen einfach rüberzulaufen. Es wäre natürlich auch schön, wenn man hier irgendwie eine Möglichkeit finden könnte, das Teil zusammen zu nutzen. Und es entsprechend auch so aufzubauen, das kommt natürlich auch mit dazu. So, der Captain ist mittlerweile ein bisschen zerhackt worden. Das mit den Flammenwerfern hat nicht so ganz funktioniert. Sees Einheiten sind noch recht vollständig. Der Kübelwagen ist abgekratzt. Ne, der ist nicht abgekratzt, da ist er, Entschuldigung. Wohl auch dank Support durch das T3 hier, finde ich eigentlich ganz gut gestellt. Könnte natürlich beschossen werden, ja klar. Kann es immer, aber wird eher schwierig werden. Und ja, Walter nach wie vor hier am Trigger. Weit vorne. Ja, und was sieht's aus? Püppchen, keinen Bock, steht auch irgendwie nicht so richtig hundertprozentig gut. Kann jetzt aber das Feuer gegen Stuart eröffnen. Er sieht's nicht, könnte schon der verlorene Kill werden. Jawohl, dieses Mal Fehler auf der Seite von Walter. Trotzdem hat er natürlich komplett durchgepusht. Der Gegner steht vor der Basis. Und damit ist es fast ein Spiegelfilm von der Situation hier auf der Seite, wo wir gerade noch die Explosion vom Kübelwagen mitbekommen haben. Ja, und ich weiß auch nicht, der Herr C, der... gibt nicht so wirklich viele Einheiten in Auftrag. Ist immer noch mit seinen 4 Einheiten hier unterwegs. Das ist halt nicht wirklich viel. Ja, jetzt hier die Little Boysche Gegenoffensive könnte die Feldhaubitze leer räumen. Ja, das sieht gut aus. Das werden die Etappentrupps nicht verhindern, das wird auch der Captain nicht verhindern. Wenn er das Teil klauen kann, warum nicht? Also, ja genau, macht er auch, sehr, sehr schön. Könnte irgendwo einfach hier abstellen oder sowas und dann schießt es halt die ganze Zeit lang, man hat seinen Spaß. Entscheidend dabei ist einfach nur, dass der Gegner das Ding nicht hat. Das ist im Wesentlichen auch das ganze Ziel dabei. Hier muss er aufpassen mit seinen Sturmpios. Die will er nicht verlieren, nein. Ja, vielleicht hätte man doch mal kurz in die Statistik gucken sollen. Jetzt das erste Fahrzeug von C in Form eines Ostwinds, Call-In. Obwohl das T3 steht. Gut. Ich muss sagen, beim OKW ist sicherlich die Fraktion, wo ich auch vom Gameplay her mit Abstand die wenigste Ahnung habe. Das ist einfach quasi null gespielt. Da ist irgendwie ein bisschen das T1 unter Feuer. Wir haben ja allerdings auch schon das T2. Ich weiß nicht, ob ihm das bewusst ist, weil das würde ihm natürlich bei der Reparatur helfen. Er sollte einfach mal hinfahren. Tja, so ein bisschen das Gefühl, dass Little Boy seine Sache hier so mit am schlechtesten macht. Oh, wie lange der hier bleibt, das gibt's doch nicht. Da muss man einfach einen Vollnet Kill bekommen. Das ist einfach, wieso gibt's hier keine Gerechtigkeit? Der muss sterben, los, töten, stirb. Kann einfach nicht angehen, sowas, ja. Völlig zurecht. Damit wechselt die Bazooka den Besitzer. Und hier ist jetzt erst T1 zerstört worden. Na, heute läuft es ganz gut. Wir haben ziemlich viele Informationen hier. Ja, ist alles im Bild. Das ist gut. Klappt nicht immer. Ihr wisst, wie das ist. Das ist natürlich etwas ärgerlich, wenn das passiert. Jetzt allerdings hier die Möglichkeit zu rushen. Er sollte einfach weiterlaufen. Ich verstehe nicht, warum er stehen bleibt.
Scheiß drauf, nachsetzen, angreifen, töten. Das ist gerade die Devise. Und der nächste Fortunate Kill für den Herrn Walter, der immer mehr seine Einheiten verliert. Hat kaum noch irgendwas. Ich weiß auch nicht, was los ist. Normalerweise müsste er einfach nur einen riesen Block bauen und über die Karte laufen, wie er das sonst auch immer in CO1 getan hat. Anscheinend klappt das noch nicht so ganz. Muss er noch ein bisschen üben. Wir haben jetzt die L20. Wow, aua, 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 aua. Dicke Artillerie. Ja, Gelände ist ja kein Problem. Man kann ja alles überall hinbauen. Es schießt niemals dagegen, ne? Wunderschön. Fuel kostet auch nicht. Das ist halt auch sowas, was in meinen Augen noch angeschaut gehört. Und somit stehen die Alliierten wieder in ihrer Basis. Was ist denn das? Achso. Das ist hier Haubitzen-Sperrfeuer. Ich habe ehrlich gesagt nicht so ganz die Ahnung, wo, warum, wie und warum er das jetzt da hingesetzt hat. Etwas skurril in meinen Augen, aber gut. Ah, siehst du, Price macht das besser. Der hat einfach seine gesamte Armee in einem Block drin. Schade, dass er die Haubitze nicht mitnehmen kann, sonst würde er das sicherlich tun. Und dann geht's auch vorwärts. Ne? Also er hat das Spiel verstanden. Ah ja, traurige Sachen. Ja, dieses ist geklaut worden, das ist ganz cool. Hier auch wieder unter dem Aspekt, was ich habe, das hat der Gegner nicht in dem Fall. Ja, und jetzt machen sie es richtig, jetzt ist alles vor, sogar der Sunny-LKW kommt mit. Der Major, ein kombinierter, teamübergreifender Blob, das ist es, was wir von Captain S. Price kennen. Was ich auch vom Wald, das ist so gut. Ne? Hervorragend, überragende Spielweise. Ach ja. Und das ist natürlich auch die Möglichkeit, durchaus hier ein bisschen offensiv vorzugehen, das eine oder andere kaputt zu machen. Weil wenn man da nicht gegenbloppt, dann wird es ein bisschen schwierig. Der Hammer, ne? Das ist Teamplay! Ja. Also, eine Interpretation von Teamplay. Eine Perversion von Teamplay. 15 Kills hier sind aus, und ich weiß nicht, wo er hier hinschießt. Eventuell auch auf das Typ 3. Wo gerade eine Ursa da dran gebaut wird, übrigens. Aber man sieht es halt auch hier, ne? Ich glaube nicht, dass er bei der Reparatur mal das T2 von seinem Mate mitgenutzt hat. Was halt, ich weiß nicht, eigentlich in meinen Augen alternativlos ist. Ich meine, warum würde man das nicht machen wollen, wenn es schon da steht? Ah, jetzt kommt das. Ich werde wahnsinnig, sehr schön. Ein traumhafter Traum. Ein Obersoldat haben wir hier. Ja, und das wird ein bisschen kritisch jetzt werden. Ich denke mal, er wird eine Ladung dran werfen. Oder zwei. Oder auch nicht. Mangels Munition. Gut, dann war es halt einfach nur teuer und hat gar nichts gebracht. Hat er denn eigentlich noch sein Pio? Hat er noch? Minensucher ist auch dabei. Läuft der Reparatur ein bisschen schneller. Sehr schön. Kann er also jetzt hier sein T3 wieder instand setzen. Sollte er natürlich auch tun. Auch angesichts der Adlerie, die da immer mal wieder hinschießt. Aber ja, er hat halt auch mit die beste Reparatur, die man im Spiel so haben kann. Das sollte er einfach auch ausnutzen. So, ja. Walterchen hat dazugelernt. Jetzt klappt das mittlerweile ein bisschen besser mit dem Blobben. Oh, und da haben wir wieder den glorreichen Company of Heroes Retreat. Und den nächsten Polymer. Das läuft bei ihm. Das läuft bei ihm. Ich verstehe halt. Okay. Ich dachte, das hier wäre irgendwie ein Pio. Wo ist denn der Pio eigentlich? Warum ist er da hinten? Wieso ist er nicht beim T3, wo er hingehört jetzt? Wenn noch eine Granate kommt, dann war es das wahrscheinlich auch. Na, er trifft nicht gehabt. Kommt aber noch mehr vom Himmel geflogen. Und das war's für das T3. Ja. Wir können uns mal gerade die Reichweite angucken, aber ich nehme mal an, Whole Map. So sinngemäß, ne? Ja, kann man so sagen. Also ist egal, wo man hinbaut, die Adler tötet dann immer. Oh, und da ist der Sunny-LKW gerusht worden. Nicht schlecht, warum nicht? Wenn man kann, gern. Ja, keine so allzu schöne Nate. Es geht. Es geht. Könnte besser sein. Ja, und da ist Price-Plot wieder. Gesetzt jetzt auch auf Su. Ja, ein bisschen haben sie den Gegner zurückgedrängt. Das T3 ist kaputt. Ja, immer T1 kaputt. Echt schon das ein oder andere Gebäude einfach ausgeschaltet. Und das ist ziemlich cool. Oh, ein U. Habe ich auch lange keinen gesehen.
Habe ich überhaupt mal irgendwo. Hatten wir mal irgendwo ein Video mit dem Uhu? Sehr geehrte Zuschauerschaft, wie sieht es aus? Kostet jetzt halt nur noch 200 Manpower und damit halt. Ja, vor allem was dem Fuel angeht, sehr, sehr erschwinglich. Wie weit sieht er damit? Wow, weit. Mein lieber Herr Gesangsverein, jetzt sieht man die Wirkung mal hier. Ultimative Aufklärung. Oh, 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 Herr Ostwind, was tun wir denn da? Sowas macht man natürlich nicht. Jetzt wird die Frage sein, überlebt er das? Doch, sieht ganz gut aus. Fast auch ein bisschen unverdient. Da kommt der Counter-Blob. Dieses Mal überraschenderweise vom OKW. Oh, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Das sind halt nur drei Mann, der hat das Film. Wie kann man sowas nur tun? Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, was der hier eigentlich vorhat. Ich irgendwie. Weiß nicht, das war auch nicht so toll. Zum Glück kommt hier mal. Tatsächlich mal der Support einen Ansatz von Teamplay hier. Und damit. Tatsächlich auch im Verlundet Kill. Wir als wollte das Spiel sagen, ja, ja, so müsst ihr das machen. So funktioniert das. So spielt man Company of Heroes. Ein Problem ist auf jeden Fall immer noch das Thema Siegesmarken. 461 zu 119 bei einem Besitz von 2 zu 1 aus Sicht unserer Achsenfraktion. Da wird sich also sehr, sehr bald was ändern müssen, sonst geht das Spiel nämlich nicht mehr lange. Oh, da kassiert der Scharfschütze ganz gut, 51 Kills, ja. Verwundert einen fast etwas, dass er da nicht mehr spielt. Mittlerweile, durch die verbesserte Map-Kontrolle, seit einiger Zeit ist natürlich auch das Fuel-Einkommen besser geworden. Von, wow, schöne Aid eigentlich. Von den, wie heißen die nochmal, Alliierten. Können sich jetzt also auch ein bisschen was gönnen. Wir haben lustigerweise jetzt die Schützenkompanie. Das ist einigermaßen ungewöhnlich, weil die Schützenkompanie, wenn man sie spielt, spielt man sie eigentlich früh, weil, ja, man möchte halt die Schützen haben, die Elite-Schützen. Man möchte den Flammenwerfer haben. Und das sind eigentlich alles Sachen, die sehr früh kommen oder sogar direkt beim Spielstart zur Verfügung stehen. Und im späteren Spielverlauf ist eigentlich ja das Phosphor, Bomben, Sperrfeuer, Glühens halt noch ganz interessant und für ja, der Easy Aid mehr oder weniger kommt dann auf die Situation drauf an. Deshalb wundert es mich ein bisschen, dass er tatsächlich zu dieser Doktrin gegriffen hat. Bleibt fast nur der Panzer. Ich glaube, er hat auch einen Schirm angefangen zu bauen, einen Standardschirm und dann gewechselt auf den Easy Aid. Das wird noch zu ersehen sein, inwieweit sich das gelohnt hat. Das ist ja Hammer. Schaut euch das hier an, ey. Ach, du meine Herr. Brutal. Oh, was haben wir denn da verpasst? Das I2 Präzisionsbombardement. Was hat das getötet? Irgendwelche Infanterie. Immer ein teures Vergnügen. Gibt sicherlich Fähigkeiten, die ein bisschen billiger sind, aber es ist auch eine ziemlich interessante, starke Fähigkeit natürlich. Na, wo ist er eigentlich? Ne, das Ziel ist er doch nie nachgebaut, oder? Ne, hat er nicht. Deshalb ist er hier auch die ganze Zeit mit diesen kaputten Truppen unterwegs. Der Herr C, obwohl er auf dem Berg aus Manpower sitzt, der hat auch unglaublich viel Fuel. Also er investiert einfach nichts. Warum das so ist, das bleibt uns ein Rätsel. Königstiger vielleicht? Aber selbst dann könnte man ja immer noch Manpower investieren, weil es noch ein bisschen dauern wird, bis er den nötigen Fuel hat. Ja, und das war dieser Trupp. Oh, und ein T-70 tatsächlich. Und da ist er auch schon weg. Schön gemacht eigentlich. Eine gute Position für das Püppchen. Ein bisschen sneaky unterwegs. Ja, da steht das Püppchen genauso. Das kann tatsächlich noch schießen. Das hätte ich nicht erwartet. Okay. Wow, und da hilft die Artillerie. Aua, tut das weh.
Ja, jetzt sind die Alliierten sehr, sehr stark am Drücker. Wow, da wird einfach alles niedergerissen und die Nate. Die hätte sogar noch meiner Meinung nach stärker sein können irgendwie. Sie lag so schön. Ja, es ist nicht mehr viel übrig von den Achsen. Ganz schöne Verluste hier. Ja, die Sue, die hat ihr Wett hauptsächlich bisher durch beschossen werden bekommen. Schauen wir nochmal, Walderchen immer die ganze Zeit lang dabei sein, Rifleman wieder aufzufrischen. Ja, und natürlich jetzt mit einem Panzer ausstaffiert. Man muss dazu sagen, Captain S. Price und seine Mates sind natürlich auch Leute, die den ja, Popcap-Exploit benutzen. Oh Mann! Da könnte ich schon wieder ausholen und ihm einen Genickschlag geben. So, das sieht man doch, der macht gerade nirgendwo irgendwas. Naja. Eigentlich muss ich mich ja ganz bedeckt halten als CO2-Programmer, weil ich bekanntermaßen bin. Ja, trotzdem natürlich schade, wenn sowas passiert. Ja, hier steht das Püppchen halt ein bisschen nah dran. Aber man sieht, wenn es trifft, dann trifft's. Schreck-Support ist da natürlich auch gerne gesehen und out of control. Diese rum. Ich verstehe das nicht. Einfach so gierig irgendwie, ich weiß auch nicht. Oh, okay, die. Oh, die geht ganz schön weit irgendwie, ne? Naja, gut, der ist halt auch Max-Wert. Das könnte eventuell auch eine Verlöhnung-Kill werden. Auf dem Retreat vielleicht. Vielleicht. Ja, da kommt gut, da kommt der Königstiger. Aber trotzdem hat er sich ja noch ein bisschen impfen können. Ich meine, er hat 600 Manpower auf dem Konto, hier sind 700. Und das zu einem Zeitpunkt, wo die ein bisschen sehr, sehr stark zurückgedrängt werden. Also, ich weiß ja nicht, ob man das nicht irgendwie vermeiden könnte, wenn man einfach ein paar Inhalt baut. Nur so als Idee. Jetzt so ein bisschen die Art von Spiele, wo man sich fragt, ist man besiegt worden oder hat man sich selbst besiegt? Price bringt tatsächlich nochmal ein T-70. Der geht dann tatsächlich auch nur bis Wert 3. Ich habe mich jetzt nämlich auch gefragt, kann das Ding dann auch mit 5 werden? Nein, ist wahrscheinlich nicht definiert. Das sind alles so Fragen, Fragen über Fragen. Wow, das hat wehgetan. Doch schon 13 Kills, der Kollege. Ja, Siegesmarken technisch 51 sind noch übrig bei den Alliierten, 403 auf der anderen Seite. Im Moment sind die Achsen mal wieder dabei, 2 einzunehmen. Könnte also in Kürze noch weniger werden. Oh, und Fallis, sehr, sehr schön. Dummheit nur, dass der hier Flammenwerfer hat. Hätte auch wieder anders ausgehen können. Aber kann man tatsächlich eine Bar haben und zusätzlich noch einen Flammenwerfer? Nicht genug Waffen im Inventarplatz. Okay, also hat er da wahrscheinlich nur eine ausgegeben oder so. Ja, Königstiger ist da. Legt sich hier mit den Pionieren an. Könnte er Kratzer schaffen. Oh, und hier tatsächlich der Versuch, wieder was rauszunehmen. Schirm ist da, hat allerdings, ne doch, hat die richtige Muni drin. MG wird gerade ausgebildet. Ja, was jetzt halt ein bisschen fehlt, ist das Anti-Tank, um den Königstiger zu erledigen. Es wird sich allerdings noch zeigen, wie der, wow. Das war die Stuka, wir haben doch keine Stuka. Wow, hat er wirklich eine Stuka gegen eine Artillerie verloren? Oder ist das der Uhu? Ne, das war die Stuka, oh Mann. Das Ding kann fahren. Das hat Ketten, Räder. Tut etwas in der Seele weh. Ich finde eigentlich auch, dass der Königstiger einfach ein bisschen zu mobil ist, ehrlich gesagt. Hier sollte er jetzt eigentlich recht einfaches Spiel haben. Ja, 50 Punkte.
Der Onkel im Hintergrund stellt das schon ganz gut fest. Boah, hat er wirklich eine Bar aufgenommen mit Sturmpius? Ich weiß ja nicht. Der wird sie jetzt nicht verlieren, oder? Er wird sie verlieren. Und die Bar ist auch noch liegen geblieben. Herzlichen Glückwunsch. Großartig gemacht. Ich brauche einfach so ein Brett, wo ich die ganze Zeit lang meinen Kopf gegenschlagen kann. Wieder dran, damit wären es wieder zwei Siegesmarken. 43 mittlerweile. Vielleicht schauen wir gerade trotzdem einfach noch mal ein bisschen in den Tech rein. Wir haben nach wie vor das T2 hier stehen. Hier jetzt auch einen T2. Da das T1. Ein Heal also. Ja, und das ist so der Zustand. Vor allem sie hat wieder einen Haufen Einheiten. Und Little Boy gönnt sich auch den Königstiger. Ja, warum auch nicht? Und da wird unser KT ein bisschen beschossen von der Su. Wow! 500 Kill. Nice. Gut, das kann er eine Weile verkraften. Trotzdem nimmt er natürlich seinen Schaden und wird sich überlegen müssen, wie lange will ich da wirklich drin bleiben. Oh oh. Wow, 400 Kill, kommt ihr lebend raus, tut er. Unser Scharfschütze, 64 Kills mittlerweile und da ist direkt der nächste Squad Wipe. Wer war das? Unser Freund der Schirmen. Ja, gegen Infanterie, ne? Das ist die Art und Weise zu spielen. Kommen jetzt auch die Elite-Schützen, also direkt mit Wett, um die Verluste zu ersetzen. Sie wieder mit reichlich Manpower-Reserven. Ich störe ihn auch nicht weiter, dass seine Armee ziemlich klein geworden ist. Eigentlich kaum noch Einheiten hat. Aber hey! Das Freudenfest der Volksmusik. Warum sich diese Mühe machen und irgendwie Einheiten bauen? Jetzt baut er noch einen Ostwind. Okay. Das funktionieren kann? Wir werden sehen. Ich meine, wenn er jetzt gerade Price auch auf Zeus geht, dann wird es halt schwierig werden. Die Haubitze hat mittlerweile auch ihr Wett 3. 39 kuschelige Kills. Kann sich sehen lassen. Wir sehen ja überall die Krater, die verlorenen Waffen. Ja. Vielleicht kriegen sie jetzt insofern gesehen mal Teamplay, so heißt das zusammen, dass sie ihre KTs zusammen einsetzen. Das wäre natürlich geil. Das ist ein Aufklärungsdruck. Einmal in die Base schauen und gucken, was so da ist. Hier sollte tatsächlich ein nochmal reingeholter Elite-Schütze sein, der auch direkt Flammenwerfer in die Hand bekommen hat. Der Ressourcenvorteil, da liegt jetzt natürlich deutlich bei den Alliierten. Wir haben auch reichlich Ressourcen am Start, das ist also wirklich kein Problem im Moment. Ah, hier wäre eventuell sowas wie ein Retreat ganz günstig. Ah, da ist die Su zum ersten Mal am Schießen auf den Königstiger. Man sieht, er geht durchaus Schaden raus. Also, ein totaler Selbstläufer ist es sicherlich nicht. Oh, und hier halt aufpassen. Ich meine, er ist natürlich hier kurz vor dem Kill. Es ist nachvollziehbar, dass er den auch machen will. Hat den Speed reingehauen und jetzt passt das, steht. Jetzt muss er halt wieder rauskommen. Boah. Diese Verluste hier. Es ist eigentlich nur noch ein Gemetzel. Mit der Artillerie ist das auch so eine Sache. Ich fand das schon in COH1 ein bisschen problematisch, dass man im Endeffekt gezwungen ist, mit dieser Einheit, dass man die ausschließlich über eine Doktrin kontern kann. Sprich, ich würde es toll finden, wenn man auch Doktrineinheiten durch Non-Doktrineinheiten kontern könnte. Und das ist halt längst nicht immer der Fall im Company of Heroes. Ich denke, das würde das Spiel aufwerten, wenn das so wäre.
wenn das funktionieren würde, wenn das ginge. Achtung, seid bereit! Tja, Jackson jetzt da. Ja, Walter hat halt auch nicht mehr wirklich viel. Ich glaube, die Truppe von Price ist noch die größte im Moment tatsächlich. Also allein numerisch. Wow, schön, die Nates hier. Eigentlich viel zu wenig Schaden, weil das wirklich gut gemacht hat. Wow, aber der Königstiger gleicht aus. 33 Kills, jawohl. Sehr, sehr schön. Das ist ein Moment der Ruhe. Im Moment der Ruhe. Die Gelegenheit hier für die Achse wieder ein bisschen Boden gut zu machen. Vielleicht auch mal Siegesmarken zu cappen. Man weiß es ja nicht. Ich habe gehört, es sind nur noch 37 und man könnte vielleicht das Spiel dadurch gewinnen. 72 Kills mittlerweile beim Scharfschütze. Macht eigentlich der zweite Cut hier. Wow! Aua! Das hat richtig viel getan, da ist Little Boys am Ende nochmal drastisch reduziert worden. 59 Kills. Wow. Hier hat er tatsächlich sogar ein Püppchen, um seinem Königstiger Backup zu geben. Coole Sache. Müsste nur noch schießen, nicht nur rumlaufen. Könnte sogar direkt den Jackson ausschalten. Nö. Klappt leider nicht. Und auch da könnte jemand fallen. Könnten sogar zwei Einheiten fallen. Ja, bei der einen klappt es, bei der anderen nicht. Price-Typen kommen raus. Ich würde jetzt hier vielleicht mal nicht übertreiben. Er steht direkt vor einer Pack. Wieso? Ja, hätte hier sogar beinahe noch flankiert. Boah, er hat quasi nichts mehr, der Little Boy. Der hat noch zwei Mann Infanterie. Bei C ein bisschen besser. Ja, und hier hinten der Jackson. Outrange da den KT etwas. Und auch hier Su und andere Su. Backup gibt es keins. Er kann tatsächlich vorgehen. Könnte jetzt den KT ausschalten. Und auch hier der Jackson, der ist natürlich einfach nur kaputt. Aber er könnte es trotzdem probieren. Ja, zum Glück, dass hier noch die geklaute Bazooka dabei ist. Er hat auch das richtige Ziel gewählt in meinen Augen. Artillery kommt mit bei. Wieder mal ein LKW zerstört. Ein Bild, das wir schon des Häufigeren gesehen haben. Ich denke auch die Reparaturmannschaft, die hat es jetzt zersägt, oder? Ne, doch, die sind gerade am Reparieren, die leben noch. Da haben wir die Bazooka, die ist fallen gelassen worden. Da wird jetzt hier natürlich durch und die Su töten. Price fährt nicht zurück, keine Reaktion von seiner Seite aus, hätte sich den Verlunet Kill jetzt verdient, aber da schiebt die andere Su den wahrscheinlich eher unbeabsichtigt durch die Gegend, oder? Oh, aber nicht den eigenen Verlunet Kill hinnehmen, warum retweetet er jetzt nicht, was ist da los, es ist mit 5 Drop und da liegt eine Schreck und das ist auch verdient, wenn man so eine Scheiße macht. Naja, immerhin hat er die kleine Su ausgeschaltet, wenn das der 5 Drop wert war, dann okay. Ja, und hier jetzt Elend gegen Amu. Zwei Einheiten, die nicht wirklich gut daran sind, das zu tun, was sie gerade probieren zu tun. Bin mir nicht sicher, was Price dabei jetzt gerade denkt. Und, was haben wir hier? Oh, da ist eine leere Su. Okay, trotzdem ist der hier natürlich etwas gefährdet. Unser Freund, der Königstiger. Wow, und auch hier alles tot, nur noch so ein Mann-Trupp und der Königstiger brennt ab. Das dürfte die Artillerie gewesen sein, oder? Ja, das ist etwas bitter. Ich bin mir eh nicht ganz sicher, ob sie so schlau damit gefahren sind. Beide nun wirklich krampfhaft auf Königstiger gehen zu wollen. Ich meine, die haben einiges umgebracht, keine Frage, aber ja. Ich weiß nicht. Warum geht er jetzt hier nicht rein? Ja, 25 Punkte ist die Ansage. Zwei Tickets. Wie heißt das Ding? Siegesmarken in der Hand von den Typen, die aus Deutschland kommen. Hier unten Captain Major. Wird sich also in Kürze dann die Zugehörigkeit ändern. Wir haben auch noch ein paar Bazookas und sowas. Ja, wieder nicht aufgepasst.
Ich weiß auch nicht, warum er jetzt hier mit dem Funny unbedingt auf den Schirm rennen will. Königstiger macht den Kill hier. Bin mir nicht ganz sicher, warum der hier steht. Hat schweinemäßiges Glück. Jeder andere Panzer auch rausgeschaltet. Guter Job vom Königstiger. Weniger gut vom Ostwind hier. Er sollte halt rennen, genauso wie der Trupp hier. Da kommt tatsächlich ein GG. Okay. Heißt das jetzt, dass er aufgeben will? Heißt das, dass er denkt, dass sie gewonnen haben? Was bedeutet das? Fragen über Fragen. Denn noch geht das Spiel weiter. Es sind zwar nur noch 2 Tickets, aber im Moment tickern die nicht runter. Was macht er denn da? Passt er nicht auf? Mittlerer Panzer verloren, hat er. Ja, gut, das war auch verdient mit dem Ostwind, muss man dazu sagen. Alles andere als gut gespielt. Ja, und der bleibt einfach mal gemütlich in der Nade stehen. Auch hier ist wieder ein Wett-5-Trupp kurz vorm Aussterben. Und er passt einfach nicht auf. Sowas von unglaublich. Scharfschütze, 89 Kills, vielleicht schafft er noch die 100! Nade-Austausch! Könnte gleich der Verlündkill werden, wenn der Scharfschütze nochmal schießt. Ja, das war's. Sehr, sehr schön. Die Asen so mit ihren Einheiten, das ist der absolute Hammer. Ist ja nicht so, dass man sie irgendwie gebrauchen könnte. Das war, ja, noch ein Panzer, ne? Ja. Ein Easy 8. Damit sind die Alliierten nicht ganz panzerlos. Eine Su haben sie noch. Ja, aber der Axe halt KT und das war's, ne? Little Boy mit einer sehr kleinen Armee, auch kaum Ressourcen. Sie könnte sich tatsächlich noch viel mehr leisten, könnte noch Infanterie bringen auch. Ja, da setzen sich die Fallis durch. Jetzt hier Artillerie. Irgendeine Artillerie, die schnell runterkommt, das wär's. Aber er wird sich hier nicht halten können, er wird sich zurückziehen müssen, wenn ihm das Leben seiner Einheit lieb ist. Ja. Na, und rechts setzt sich Price wieder durch. Die Achse hält einfach nicht genug Siegesmarken. Vielleicht sollten sie sich auch mal irgendwie konzentrieren, sowas wie Mitte und rechts oder Mitte und links. Eins von beiden, irgendwie irgendwas in der Richtung. Nicht diese Rumhampelei und dieses dauernde Wechsel. Und was macht er denn jetzt hier? Er bringt einen Ostwind, parkt einfach vor der Su und lässt sich abschließen. Eine kleine Träne rinnt meine Wange herunter. Eine Träne der Verzweiflung, der Ungläubigkeit und des leichten Hasses. 92 Infanterie-Kills auf dem Scharfschützen. Ja, das macht der Pricey Baby schon ganz gut. Ja, bei Walter ist eigentlich auch alles kaputt. Höchstiger mittlerweile mit 73 Kills. Schon brutal. Und da ist der Scharfschütze in akuter Gefahr. Aber er hat es tatsächlich mal wieder geschafft, sein unwertes Leben noch ein bisschen zu verlängern. Ja, und. Wow, critical. Bitter. Wo geht die Arti hin? Hier hin irgendwie. Ich könnte schon sein, dass das irgendwie das Ziel ist. Okay, ein Haufen Flugzeuge unterwegs. Ja, und da geht es wieder drauf auf die Siegesmarke. Wir erinnern uns, eine erhalten sie im Moment noch, nämlich die mittlere. Die wird allerdings gerade gekappt. Ich weiß nicht, ob die Fallis sich mit der kaputten Gesundheit durchsetzen können gegen die Flamer. Das wird jetzt gleich nicht ganz unwesentlich werden. Nate kommt nicht ganz so, wie er sich das sicherlich gedacht hat. Oh, Elend gegen Armut. Oh Gott, keiner will sich zurückziehen. Es geht um das letzte Ticket. Und es stirbt einfach niemand. Die schießen aufeinander. Oh, okay, und da ist der Falli tot. Und die Siegesmarke ist neutralisiert. Ein Ticket noch, Ladies and Gentlemen.
Und die Achse denkt sich, what the fuck, dieses scheiß... Okay, der KT ist nicht dazu in der Lage, den Zombie-LKW zu töten. Auf Wiedersehen, beim zweiten Anlauf klappt's. Pack zerstören wäre eine Möglichkeit. Ja, und Little Boy wird mal wieder ganz gut zusammengetroschen. Hat mittlerweile auch kein Anti-Tank mehr. Die Nate sitzt gut, die sitzt gut und die macht auch viel Schaden. Und da ist der nächste Verbündet-Kill. Wie war das? Gegen Artillerie in Bewegung bleiben. Und der KT in großer, großer Gefahr. Zwei Sus in einer schrecklichen Position. Wer würde erwarten, dass irgendein Mensch auf Gottes schöner Erde so seine Sus einsetzt? Aber das könnte das Ende des Königstigers sein. Nächster Schuss ist entscheidend. Das war's. Königstiger ausgeschaltet. Eine selbstmörderische Aktion. Aber mit einem großen, großen Erfolg. Wir wollen jetzt natürlich die Grenadiere Rache nehmen und das klappt auch hier. Lauf, lauf hinter das Haus, zieh dich zurück. Du hast keine Gesundheit mehr, Mann. Du standst in den Phosphor-Scheiß. Was ist denn das Wahnsinn? Ich werde verrückt. Ich kann mich nicht mehr halten. Ich sitze schon unterm Schreibtisch. Oh Gott. Ja, ein Ticket noch zu 227. Das schwere Gerät ist tot. So viel steht fest. Und es sind auch nicht so wirklich die Ressourcen da, noch was nachzuholen. Weil sie am noch wenigsten, der war ja die ganze Zeit damit beschäftigt, seine Ostwinds zu opfern. Und dadurch hat er natürlich seine sämtlichen Fuel-Reserven aufgebraucht. Little Boy vielleicht ein bisschen. Ich denke, ihm fehlt dann ein entsprechendes Gebäude vielleicht. Er hat nur sein T2 und das HQ noch stehen. Beide T2 sehen übrigens ziemlich schlecht aus. Also wenn unsere Adlerin hier nochmal ein paar Briketts nachlegt, dann war es das auch. Und da wird flankiert, finde ich nicht gut. Ich finde nicht gut, dass Walter hier seinem Credo nicht treu bleibt und tatsächlich flankiert. Also er sollte eigentlich blobben. Man muss sich schon treu bleiben. Ich meine, Steve bleibt sich ja auch treu, indem er weiterhin seine Einheiten opfert. Die kriegen dieses letzte gottverdammte Ticket einfach nicht weg. Die sind halt auch ziemlich arg in der Defensive, muss man sagen, mittlerweile. Nachdem beide auf KTs gesetzt haben und dadurch eine ganze Zeit lang sehr, sehr gelitten haben, einfach auch ihren Vorteil aufgegeben haben, ist es nunmehr für sie umso wichtiger, dass sie eigentlich irgendwie mit dem Zeug vorwärts kommen, dass sie irgendwie einen Erfolg erringen. Und ja, das war halt nicht so ganz der Fall. Also ich meine, der eine KT gerade, der hat schon echt viele Kills gemacht, aber ja, reicht das letztlich, ist die Frage, ne? Ich denke, es war hier schlicht und ergreifend nicht der Fall. Seitdem werden sie nur noch zusammengeschossen, haben teilweise einfach extremst Ressourcen geflattet und einfach nichts ausgegeben. Hier jetzt wieder zwei Infanteristen, die gesamte Armee. Bei sie noch ein bisschen mehr, aber was nützt das? Der Gegner hat auch noch ein bisschen mehr. Price hat sich jetzt auf den Spam von Gardeschützen verlegt. Während Waldo einen Elite-Schütz nach dem anderen raushaut. Wie es den Anschein hat. Ja, 97 Kills. Und da rückt das Ende des T2s von Little Boy nahe. Wenn nicht das Teil von C noch früher stirbt. Jupp, das war Little Boy. Und kommt eine noch, macht die andere auch noch weg. Nee, die trifft nicht die Granate. Vielleicht jetzt? Nee. Halt einfach auch extrem, wie viel das Teil schießt. Nee, da hat er kein Glück mehr. Unser Freund der Scharfschütze. 103 Kills. Das ist, glaube ich, somit das meiste, was ich bisher mal gesehen habe. Ach ja, und guck mal an. Mal wieder ein Ostwind. Das Lustige ist, mittlerweile sind so viele Gardetypen da, dass der auch keine Chance mehr hat. Man sieht das jetzt wieder hier. Von dem PTRS auseinandergerissen wird. Ja. Hervorragend. Ganz ehrlich, so traurig das auch ist, mit dem einen Ticket,
Aber das wird die Axt nicht mehr gewinnen. Glaube ich einfach nicht mehr dran. Und das ist nicht mal ganz unberechtigt. Jetzt können sie zumindest mal eine Siegesmarke einnehmen. Im Moment ist das schon ein großer Erfolg. Aber es ist natürlich nicht ansatzweise ausreichend. Das ist die andere Geschichte. Aber es ist natürlich auch keine Situation, wo man irgendwie gewillt ist rauszugehen, wenn man sich halt denkt, ein Ticket, das muss doch irgendwie möglich sein. Aber wenn ich mich recht entsinne, habe ich tatsächlich auch schon solche Spiele verloren. Das ist manchmal, das passiert einfach irgendwie, wenn man Scheiße spielt. Ah, jetzt kommt ein Panzer 2 noch. Seine zweite Infanterieeinheit hat er geopfert. Ich glaube, sie hat gerade auch noch einen Tunnel-Kill bekommen. Der nächste ist auch schon sehr nah dran. Ja. Und so nimmt man sich hier nach und nach selbst die Möglichkeiten, noch irgendwie zu gewinnen. Ja, ich weiß nicht, ob die andere... ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob die andere Seite jetzt in der Situation noch irgendwie dazu in der Lage ist, hier sowas wie GG zu sagen. Und ja, da ist jetzt eventuell doch ein gewisses Maß an Frustration. Das wusste ich auch, dass die oben das überhaupt nicht absichern, irgendwie im Gegenstand oder so. Aber gut, den beiden sind ohnehin mittlerweile die Ideen ausgegangen, das sind nur noch Frontalangriffe auf dem Punkt, wo der Gegner am stärksten ist. Also, ja. Weiß ich, wenn man sich jetzt hier irgendwie an der Flanke lang schleichen würde und für den Moment das Ding holt, vielleicht hier, ist hier noch irgendwo ein Haus, gibt glaube ich keine Häuser mehr, ne? Er kann nirgendwo ein Fall, ne, die sind alle zerstört worden. Ist halt auch sicherlich von Price genauso beabsichtigt gewesen. Ja, damit ist dieser Vorteil mit den Fallis halt negiert. Und das muss man sagen, man kann sagen, was man über will. Ich meine, er ist halt, wie Lovness das so schön gesagt hat, eine Attention Whore. Das stimmt auch. Ist wirklich einfach schlicht und ergreifend ein Abuser, ein absolut unfreundlicher Mensch. Aber er macht halt manche Sachen spielerisch auch gut. Wie zum Beispiel das. Ja, da ist die Armee zusammengeschmolzen auf einen Trupp, der gerade dabei ist, zusammengeschossen zu werden. Hier ist es noch ein Panzer in Form des Lux. Und ein Falli. Und ich glaube auch nicht, dass die es noch wirklich versuchen. 52 Tickets. Auf der einen Seite. Eins auf der anderen. Drei Siegesmarken bei den Alliierten. Und ich denke, wir warten jetzt hier einfach quasi nur auf das Ende. Da kommt noch ein Division vorbeigeflogen. Stört das T3. Ja. Und damit ist das Ganze hier eigentlich auch schon so ziemlich gelaufen. Ihr seht es jetzt hier schon, dauert nicht mehr lange. Ja, und da haben sie auch schon aufgegeben. Ja, liebe Leute. Was soll ich dazu sagen? Gut, einerseits, ja, es ist natürlich insofern gesehen interessant, dass die beiden halt wirklich mit einem Ticket noch irgendwie gewonnen haben und dass sie irgendwie ein ziemlich mieses Early Game gespielt haben. Also, ja, das ist alles richtig, ja. Das waren auch sicherlich ein ganz interessantes Spiel, aber es sind halt teilweise auch so Sachen dabei, wo du dir einfach nur denkst, oh. Naja, unabhängig davon, ich wünsche euch alles Gute und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.